Jeder mag Drachen. Und viele Spiele haben dann direkt auch einen Dragon im Titel. Zum Beispiel beweisen gerade die Larian Studios mit Dragon Commander, dass ein mit einem Jetpack ausgerüsteter, direkt steuerbarer Drache ein Fantasy-Strategiespiel auf jeden Fall aufmotzen kann. Wenn wir aber mal zurückschauen auf 30 Jahre Spielegeschichte, dann sind die Titel, in denen wir tatsächlich als Drache oder auf einem Drachen unterwegs sein können, doch eher spärlich. Da gibt es zum Beispiel die Panzer Dragoon-Reihe, das gescheiterte Lair, Divinity 2, und natürlich die Spyro-Reihe und das Skyrim-Add-on Dragonborn. Wenn es aber ein Spiel gibt, das aus der Drachenthematik wirklich das Beste herausgeholt hat, dann ist das Drakan Order of the Flame von 1999. Ende der 90er war Third-Person-Action mit Rätselelementen und das mit Polygongrafik immer noch was Neues und jedes Spiel, das mit diesen Elementen um die Ecke kam, musste sich an einer dominanten Serie messen lassen, Tomb Raider. Und die Parallelen hören hier auch nicht auf. Auch Drakans Heldin Rin sieht natürlich super aus, hat wenig an und kämpft und hüpft sich unter anderem durch finstere Gewölbe. Doch Drakan hatte damals mehr zu bieten als die Konkurrenz von Eidos. Vor allem natürlich einen Drachen. Würdiges Weib, woher hast du diesen Kristall? Außerdem kleine Rollenspielelemente, die eindeutig komfortablere Steuerung im Vergleich zu Tomb Raider 3 und einer Hammer-Optik. Das Spielprinzip ist ein Hybrid aus Fantasy Hack and Slay in Dungeons, Action Adventure und Drachenflug und wird dadurch nie langweilig. Dabei beginnt die Story noch relativ bieder. Leder- und Metall-Bikini-Liebhaberin Rin erfährt das Schicksal vieler Fantasy-Helden. Ihr Dorf wird von Orks, Trollen, Trollocks, Krugs oder in diesem Fall halt Warthogs geplündert. Die entführen auch noch ihren Bruder und schleppen diesen zu Finsterling Navarros. Rin eilt zur Rettung, zuerst besorgt sie sich jedoch Unterstützung. Sie befreit den Drachen Arok aus seiner Versteinerung. Hierzu muss man wissen, dass die Welt Drakan einst von einem Orden von Drachenreitern vor dem Bösen beschützt worden war. Drache und Reiter waren durch ein magisches Band aneinander geschmiedet. Doch wie es mit solchen Orden nun mal passiert, wurde auch dieser vernichtet vom bereits erwähnten Navarros. Einziger Überlebender, Arok. Sobald sich Rin auf ihren drachischen Kumpel schwingt, stellen Warthogs und Orks eher keine Gefahr mehr dar. Mit Feuerbällen oder wahlweise Eiskugeln oder Giftwolken werden die quasi im Vorbeiflug erledigt. Andere fiese Drachen und Katapulte bringen allerdings auch Arok ins Schwitzen. Der zynische Lindwurm bringt Rin zum nächsten Einsatzort, muss dann aber meistens irgendwann vor einem zu engen Höhleneingang warten und holt sie auf der anderen Seite des Berges wieder ab. In den Dungeons geht es meistens darum, bestimmte Artefakte und Waffen zu finden, die Rin im Kampf gegen die Horden von Navarros benötigt. Wie in einem Rollenspiel verfügt sie über ein mittelgroßes Inventar und neue Ausrüstung muss sorgfältig mit der alten verglichen werden, um abzuwägen, was effektiver sein könnte. Und zugegeben, ob Rin eine der teils schick reflektierenden Rüstungen steht, ist ebenfalls zu berücksichtigen. Außerdem sollte sie von jeder Waffengattung mindestens eine dabei haben, denn die verschiedenen Gegner sind für bestimmte Tötungswerkzeuge jeweils besonders anfällig. Stumpfes Draufklicken führt in den Kämpfen übrigens nicht zum Ziel. Wir müssen taktisch klug vorgehen und uns auch mal an Gegnern vorbeischleichen. Übersichtliche Rätsel und einige Sprung- und Klettereinlagen lockern diesen Teil des Gameplays weiter auf. Rin muss in Höhlen allein zurechtkommen, stößt dort aber teils auf Hindernisse, die für sie allein unüberwindbar sind. Also muss ein Weg gefunden werden, den Drachen irgendwie in den Dungeon zu bekommen, zum Beispiel über große Tore. So werden die verschiedenen Gameplay-Stile optimal verknüpft. Über beide Spielelemente lässt sich sagen, sie sehen für 1999 fantastisch aus. Nicht nur die Dungeons sind riesig, auch die teils recht frei erkundbaren Fluglevel wirken weitläufig und dennoch wurde Wert aufs Detail gelegt. Die Steuerung geht in beiden Fällen leichter von der Hand als in vergleichbaren Spielen wie Tomb Raider oder anderen Flugsimulationen. Insgesamt kann man sagen, dass die Entwickler von Surreal es schafften, aus diesen Zutaten einen fast perfekten Mix zusammenzurühren, der nie langweilig wird. Die Atmosphäre stimmt, die Dialoge zwischen Rin und dem zynischen Arok sind unterhaltsam und das Gameplay überzeugt. About time you showed up. Hm, maybe you should have finished your errands a little faster. If you're through being witty, perhaps we should think about retrieving the Bellhammer. Lediglich einige der kantigen Gegner, der etwas unausgegorene Multiplayer-Modus und die recht unbefriedigend endende Story trüben das Gesamtbild. In der PC Games gab es einen Award und 91%. Zugegeben, der Erfolg des Spiels lässt sich sicher auch am Cover und der PR-Kampagne festmachen. Diese wurde um das Modell Myrna Blankenstein herum aufgebaut, die den Kunden mit roter Perücke und grünen Augen zum Spielen verlockte.
Das Charakterdesign von Rin selbst soll ebenfalls auf einem realen Model basieren. Ob es sich dabei ebenfalls um Frau Blankenstein handelt, wurde nie bestätigt, aber so oder so landete die Drachenreiterin problemlos in unserem Ranking zu den 50 sexiesten und coolsten Gaming-Damen. Das junge Team von Surreal werkelte 3 Jahre an Drakan. Es war ihr erstes Spiel überhaupt und zunächst wollten sie es für Virgin entwickeln. Als Echtzeitstrategietitel mit einem direkt steuerbaren Drachen in der Hauptrolle. Virgin hatte mit Command & Conquer jedoch bereits das Zugpferd des Genres im Stall stehen und wünschte sich eher ein Actionspiel. So wurde Drakan zu dem Titel, den wir heute kennen, auch wenn er später an Psygnosis verkauft wurde. Der Erfolg von Drakan ebnete auch den Weg für eine Fortsetzung. Drakan 2 – The Ancient Gates erschien jedoch 2002 nur für die PS2, weswegen viele PC-Spieler es wohl nicht auf dem Radar hatten. Das Gameplay war im Grunde das gleiche, die Grafik sah natürlich etwas runder aus, aber im Gegensatz zum Vorgänger konnte Drakan 2 nicht alle Kritiker überzeugen. Danach kam von Surreal nicht mehr viel. Ende 2002 veröffentlichten sie ein durchwachsenes Spiel namens Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring, das vom Hype der Peter Jackson-Filme profitieren wollte, jedoch nichts damit zu tun hatte und direkt auf den Büchern basierte. 2004 folgte das Horror-Action-Adventure The Suffering, das deutlich besser ankam, unter anderem, weil die Monster-Designs direkt von Hollywood-Legende Stan Winston stammten. Heute gehört Surreal mit all seinen Marken Warner und ist praktisch nicht mehr existent. Auf eine Fortsetzung von Drakan können wir also vermutlich lange warten. Wer also derzeit mit aktueller Grafik mit einem Drachen über eine Fantasy-Landschaft fetzen will, dem würde ich Dragon Commander empfehlen, der wird ja immerhin auch die Originalidee von Drakan wieder aufgenommen. Ich gehe jetzt auf jeden Fall für die Gamescom packen. Wir sehen uns dann demnächst wieder. Tschüss und bis dann.